Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute etwas Besonderes für euch. Auf der einen Seite möchte ich ein Herzensprojekt mit euch gemeinsam unterstützen. Auf der anderen Seite reden wir über eine Marke, ihr seht es im Titel, die irgendwie so ein bisschen... Sie ist zwar da, aber irgendwie auch nicht mehr. Vielleicht täusche ich mich, ich bin auf euer Feedback gespannt. Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein kleines bisschen aufmuntern kann. Bevor wir zum Teil kommen, was passiert eigentlich gerade mit Make-up Revolution, möchte ich mit euch über ein Herzensprojekt reden. Das ist eine unbezahlte Werbung. Ich habe mich dafür entschieden, kein Geld für diese Produktplatzierung zu nehmen, weil ich einfach finde, dass es wichtig ist, dass wir vor allen Dingen Familienunternehmen unterstützen. Und ich weiß, dass ihr das auch gerne mögt. Ihr kennt mit Sicherheit alle schon die Thiemann Parfümerie und ich arbeite schon eine Weile mit Thiemann zusammen und gerade jetzt ist es mir persönlich wichtig, dass ich Werbung für Firmen mache, die es gerade brauchen. Aktuell ist in Sachsen wieder der nächste Lockdown angekündigt und demnach wird das zweite Weihnachtsgeschäft wegbrechen und Thiemann ist im letzten Jahr durch Corona schon zum Onlinehandel gekommen und ich dachte mir, okay, ich nutze einfach meine Zeit und gebe ihnen so eine kleine Unterstützung und zeige euch ein paar meiner aktuellen Favoriten. Bei Thiemann findet ihr alles, was ihr wollt. Von Duftkerzen bis Raumdüften bis Pflege, High-End-Düfte, High-End-Pflege, aber auch günstigere Produkte wie beispielsweise Art Deco. Und ihr wisst, ich habe schon viele, viele Produkte von Thiemann hier auch in meinen Videos gehabt. Beispielsweise das Art Deco Lip Fix. Das hat alles verändert. Aber heute möchte ich euch ein paar meiner Favoriten vorstellen. Eine Sache habe ich vor ein paar Tagen getestet und das ist von Charlotte Mainzen. Habe ich noch nie vorher gehört. Das ist so ein Set. Eigentlich wollte ich nur die Creme, aber Thiemann hat gesagt, das Ganze gibt es auch in so einer coolen Geschenkbox mit 3 Ampullen, die habe ich noch nicht benutzt, aber hier, diese Creme, ich habe sie gerade auch schon aufgetragen und ein bisschen Foundation rüber, das ist die Aqua Minerals 24 Stunden Feuchtigkeitscreme, sehr, sehr reichhaltig, sehr feuchtigkeitsspendend und hinterlässt diesen wunderschönen Glow. Falls ihr auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken seid, aus Dufterlebnissen, aus Pflege, aus Make-up, würde ich euch bitten, bei Thiemann vorbeizuschauen. Ich habe einen Rabattcode bekommen. Damit bekommt ihr auch 20% auf alles. Ich habe mir beispielsweise auch noch meinen absoluten Lieblingsduft aus dem High-End-Bereich rausgesucht. Das ist das Tom Ford Eau de Soleil Blanc. Ein wundervoller Duft. Ich habe mir davon Backup mitgenommen. Und es gibt natürlich nicht nur High-End-Düfte. Es gibt auch günstigere Versionen. Es gibt Düfte, die ihr sonst vielleicht nicht in anderen Parfümerien findet, weil sie sehr, sehr besonders sind. Ich habe hier beispielsweise Maison Francis Coup Dijon aus Paris. Ganz, ganz toller Duft. Bei Thiemann merkt man, dass Liebe mit im Paket ist. Und wenn ihr euch für einen Kauf bei Thiemann entscheidet, mit meinem Rabatt, ihr werdet das Paket öffnen und ihr werdet es lieben. Es ist mit Liebe handverpackt. Es gibt tolle, tolle Produkte. Ich habe viele Dufterlebnisse hier, viele Sets von Thiemann bekommen, dass ich die euch zeigen kann. Beispielsweise hier dieses Moschino-Set mit 8 verschiedenen Düften. Und ihr findet dort wirklich alles. Also wenn ihr euch, euren Liebsten, beispielsweise eine Duftkerze, die kann ich euch empfehlen, das ist die Cerabella Chocolate Eau Confiserie Apple Pie and Spice Candle. Iconic, Freunde. Schaut also gerne bei Thiemann vorbei, unterstützt Familienunternehmen, denen es gerade wirklich durch die aktuelle Situation nicht so gut geht, wenn ihr es könnt. Und ich würde mich freuen. Link ist unten in der Infobox. Ihr findet dort alles, was ihr braucht. Vielen Dank an Thiemann, dass ich die Produkte zeigen durfte. Und Freunde, wir reden jetzt auch über etwas anderes, was so ein bisschen schwierig ist. Ihr seht, ich habe schon so ein bisschen Make-up drauf. Ich mache auch dabei weiter. Ich habe schon eine Foundation gerade drauf und rede mit euch so ein bisschen über Make-up Revolution. Ich bin gestern in die Drogerie gegangen und habe geschaut, was es Neues gibt. Und dann ist mir mal bewusst geworden, wie lange ich nicht mehr Make-up Revolution getestet habe. Und ich habe mir überlegt, okay, ich hatte das Ganze ja schon mit Art Deco gemacht und ich wollte einfach mal wieder schauen, was gibt es. Ich habe nämlich das Gefühl, dass, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch bin, dass Make-up Revolution so ein bisschen unterm Radar durchgeflogen ist. Sie sind zwar jetzt mittlerweile auch in gefühlt allen Rossmann-Filialen, manche Theken sind größer, manche sind kleiner, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Hype von Make-up Revolution weg ist. Und ich habe mir überlegt, okay, woran könnte das liegen? Wenn wir zurückgehen in der Zeit vor, wann kam Make-up Revolution raus nach Deutschland, so vor 4 Jahren ungefähr, kurz nachdem ich mit YouTube angefangen habe. Da war in der Drogerie gerade so ein Wandel festzustellen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Revolution diesen Wandel gefördert hat, dadurch, dass sie einfach Produkte rausgebracht haben, die es so in der Qualität in der Drogerie noch nicht gab.
und auch durch die ganzen Kollaborationen, beispielsweise mit Kisu, ganz, ganz tolle Produkte gemacht haben. Und versteht mich nicht falsch, die Produkte von Make-Up Revolution sind zum Großteil fantastisch. Allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass bei Make-Up Revolution, es fällt mir schwer, das zu sagen, aber ich habe das Gefühl, sie konnten den Hals nicht voll genug bekommen mit neuen Marken, neuen Produkten und jede Woche kamen neue Produkte raus und sie haben vor allen Dingen viele, viele Firmen eins zu eins kopiert. Was für Leute, die sich vielleicht das Original nicht leisten wollten, eine gute Alternative war. Es gibt ganz, 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 ganz tolle Dupes von verschiedenen Produkten. Aber man hat gemerkt, und ihr habt es wahrscheinlich auch gemerkt, die Produkte wurden immer ähnlicher. Teilweise sogar, dass das Packaging eins zu eins kopiert wurde. Und das fand ich persönlich dann auch schon so ein bisschen schwierig, vor allem wenn es von kleinen Firmen einfach kopiert wird. Auf der anderen Seite, ja, so ist das halt in dieser Industrie. Es gab ja erst Make-Up Revolution, dann kam I Heart Revolution raus und ich habe ehrlich gesagt selbst nie so den Unterschied verstanden. Also Make-Up Revolution war schon immer recht günstig, I Heart Revolution war noch ein Stück günstiger und dann ging es weiter. Es hörte ja nicht mit den zwei Marken auf, sondern sie haben einfach noch mehr Marken rausgehauen und jedes Jahr kam eine neue Marke mit dazu. Revolution Skincare, XX Revolution, Relove gehört auch zu Make-Up Revolution. Ich hatte die Produkte auch getestet und die waren auch alle in Ordnung. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden, weil das einfach so ein Overkill war. So, so viel. Und ich habe mittlerweile so ein bisschen das Problem, dass diese Big Player und Make-Up Revolution ist von einer kleinen Marke zu einem riesengroßen Big Player in dieser Kosmetikindustrie geworden, einfach übertrieben haben, dass wir als Konsumenten da gar nicht mehr hinterherkommen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch die Marke Relove was sagt. Vielen wird das wahrscheinlich nichts sagen, wenn ich damals das Video nicht gemacht hätte dazu. Das ist eine Marke, die von Make-Up Revolution dazugehört und die ist noch günstiger. Aber die Sachen sind dieselben und das hat man oft gemerkt, dass die Qualität von den einen Produkten eins zu eins dasselbe ist, nur in einer anderen Verpackung und es so viele Produkte waren, dass es gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Und ich glaube, dass da der Markt reguliert hat, dass ich will nicht sagen, dass es irrelevant geworden ist, was sie rausbringen mittlerweile, aber der Hype ist weg. Erinnert ihr euch an diesen Concealer? Der war in aller Munde. Es spricht heute keiner mehr drüber. Gibt es ein Produkt von Make-Up Revolution, was euch einfällt, was gerade komplett überall durch die Decke geht? Vielleicht ändern wir das gleich. Ich habe nämlich drei Neuheiten mitgebracht. Es passt sogar. Wir haben hier einmal die große Lidschattenpalette. Das ist die Tasty Latte Palette. Sieht von innen einmal so aus. Recht neutrale Farben. Hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht, wenn ich die Verpackung gesehen hätte. Dann gibt es noch die Espresso Tasty Palette. Die ist ein bisschen kleiner. Und das sind alles matte, schlichte Farben. Erinnert mich so ein bisschen an die NYX Lid Lingerie Reihe. Sehr matt, sehr neutral. Aber ganz süß. Und es gibt auch einen Bronzer. Der sieht so aus, sehr orange. Wow, den probieren wir aus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr zu Make-Up Revolution steht. Also abgesehen von so All-Time-Produkten, die halt immer gut sind und die man auch immer wieder nachkauft, wie beispielsweise so ein Concealer. Interessiert euch die Marke noch? Weil ich hasse den Bronzer. Das ist extrem orange. Das ist die hellere Farbe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass einfach das alles zu viel geworden ist und sie sich ein bisschen verkalkuliert haben mit den Produkten. Korrigiert mich, vielleicht ist das auch nur meine sehr begrenzte Sichtweise an Make-Up, weil ich halt immer irgendwie verschiedene Sachen teste. Aber ich gehe bewusst an Make-Up Revolution vorbei, weil da nichts Spannendes mehr ist. Ich fand das Packaging sehr, sehr süß. Es entspricht aber nicht unbedingt dem, was hier drin ist. Aber wir probieren einfach die Palette mal aus. Ich gehe in die Farbe Café Con Leche und blende mir das Ganze aus. Qualitativ sind die Sachen gut. Also das muss man sagen. Ich habe lange kein Produkt mehr gehabt, was schlecht ist von Make-Up Revolution. Die Sachen sind gut. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist fantastisch. Aber man muss dazu auch sagen, Make-Up Revolution hat ja auch so ein bisschen die Drogerie oder den Drogerie-Make-up-Markt verändert. Die Sachen waren extrem günstig. Die hatten extreme Pigmentierungen damals, aber mir fehlt so ein bisschen die Innovation. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass vieles einfach nur noch rauskommt, damit es draußen ist. Weil das ist eine Palette, die ist wunderschön, versteht mich nicht falsch, aber hier sind keine neuen Texturen drin. Wenn man sich andere Marken anschaut, Huda Beauty beispielsweise hat ja
neue Texturen entwickelt, neue Formulierungen entwickelt. Und ich will jetzt nicht Huda Beauty mit Make-up Revolution vergleichen, aber ich persönlich habe das Gefühl, dass Make-up Revolution sich durch ihr extremes Raushauen an Produkten selbst den Markt kaputt gemacht hat. Ich muss aber sagen, ich bin sehr begeistert von der Lidschattenpalette gerade. Funktioniert extrem gut. Schöne Farben. Ich gehe jetzt hier nochmal in diese Palette rein und intensiviere mir die Crease mit dem Braunton. Ich möchte gerne so einen kleinen Dialog mit euch eröffnen zu den Produkten. Wie steht ihr zu den Marken? Gibt es wirklich noch Produkte von Make-up Revolution, die ihr immer wieder auch nachkauft? Oder ist das wirklich nur so ein Ding, okay, ihr testet euch da gerne durch? Ich erinnere mich zu der Zeit, als Kisu ihre Lidschattenpalette rausgebracht hat, die ich ja heute noch immer gerne benutze, beziehungsweise jetzt ja nicht mehr, weil ich sie ja jetzt weggemacht habe, weil sie einfach durch war nach 3 Jahren. Aber seitdem ist auch nicht mehr so viel in Deutschland passiert, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es verpasst, aber ich glaube, dass Make-up Revolution, außer mit Kisu, keine deutschen Influencer-Produkte rausgebracht hat. Was ich recht schade fand, weil ich glaube, dass du, um auf diesem extremen Markt bestehen willst, musst du mit Leuten zusammenarbeiten, die mit dem Markt gehen. Und ich habe tatsächlich, kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, ich habe tatsächlich vor einer Weile, schon Ewigkeiten her, mit Make-up Revolution zusammengearbeitet für die Relove-Kampagne. Und habe die Sachen auch bekommen, aber das Ganze ist so ein bisschen untergegangen. Nicht nur unbedingt hier bei mir auf dem Kanal, sondern auch bei der Marke. Denn ich habe ein paar Wochen später die gleiche E-Mail bekommen von einer anderen Person, die gefragt hat, hey, möchtest du Revolution testen? Relove. Und da dachte ich mir so, nee, ich habe es doch schon getestet. Das war doch ein Video mit euch zusammen. Und pigmentiert ist die Palette auf jeden Fall. Ich finde es ehrlich gesagt auch schade. Also das soll natürlich kein Bash-Video werden hier gegen Make-up Revolution. Habe ich A nichts von und B bringt das auch niemandem was, wenn ich eine Marke bashe. Ich korrigiere das hier außen so ein bisschen und mache das hier so ein bisschen schärfer. Und dann haben wir eigentlich ein super, super schönen Look, oder? Ich gehe noch mit ein bisschen Kajal rein. Und so sieht der Look aus. Qualitativ muss ich sagen, fantastisch. Und das ist halt auch das, was ich so schade finde. Weil ich bin ein großer Freund davon, dass wir eine Vielzahl an Auswahl in der Drogerie haben. Und Revolution ist eine super, super gute Marke. Ich würde mir persönlich, glaube ich, aber einfach wünschen, dass sie so ein bisschen mehr präziser die Produkte auswählen und halt anstatt diese Quantität eher auf Qualität gehen. Weil es gab so ein paar Produkte, die von der Idee her fantastisch waren, von der Umsetzung her aber nichts Besonderes. Und das finde ich dann persönlich immer schade, weil die Sachen kosten halt nicht, so wie bei Rival Loves Me, 3 Euro, sondern die Lidschattenpalette kostet 13 oder 15 Euro. Und das ist natürlich nochmal ein großer Unterschied. Und ich würde mir persönlich für die Marke einfach wünschen, dass sie sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen, was wird gerade wirklich gebraucht, in welche Richtung geht gerade der Trend und diese Produkte dann aber auch vernünftig vermarkten, weil einfach nur rausknallen und nicht darüber berichten irgendwie oder mit Influencern zusammenzuarbeiten oder vielleicht auch einfach mit Konsumenten zusammenzuarbeiten, das fehlt mir so ein bisschen bei der Marke. Qualitativ seht ihr wunderschöne Lidschattenpalette. Die Schimmertöne sind tausendmal besser geworden, als ich sie in Erinnerung hatte, muss ich sagen. Und so sieht der Look einmal aus. Also die Palette fantastisch, super gut. Den Bronzer finde ich furchtbar. Ist absolut nicht meine Farbe. Ich bin aber sehr gespannt, was ihr zu dem Look sagt und was ihr zu der Marke sagt. Ich persönlich zusammengefasst finde einfach, dass es schade ist, dass sie wie so ein Heißluftballon aufgegangen sind und dann in sich zusammengefallen sind. Vielleicht täusche ich mich da auch, deswegen freue ich mich natürlich auf eure Kommentare. Falls ihr was sucht, schaut bitte bei Thiemann vorbei. Ihr findet dort wirklich alles und mit dem Code könnt ihr auch nochmal was sparen. Auf Instagram läuft auch gerade ein Adventskalender. Ich setze euch alle Links unten mit rein. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Bis zum nächsten Mal.